Ja, hallo und willkommen zurück zu Tal und Spiele. Diesmal nicht mit einer Konsole ins Spiel, sondern mit einem PC-Spiel, das über Steam läuft. Bloons Tower Defense 5. Den ersten Teil habe ich bereits schon als Kind sehr häufig gespielt. Und dadurch spielt es mir dann auch nicht besonders schwer, zu gucken, ob ich denn den Teil jetzt hier kaufe. Also ich habe es damals, vor einem halben Jahr, als auf dem Tablet gekauft, nur wenn ihr gesehen habt, dass das bei Steam auch gibt, und dann für Steam geholt. Ja, und so bin ich ja wirklich dazu gekommen, dass ich auch einen PC zu spielen und hab's jetzt inzwischen schon nicht mehr, aber auch eine lange Zeit nehme immer angehabt. Okay. Leider ist es auch nicht über Steam gespeichert. Bei einem Text, auf jeden Fall. Ja, es läuft leider etwas unflüssig, sage ich mal. Ich habe schon einiges probiert jetzt gerade, aber es geht halt leider nicht anders. Schafft der PC tatsächlich anscheinend nicht, ich weiß nicht warum. Ich habe schon Half-Size probiert, aber das hat bei Unispot, das hätte ich mussten 84p habt, aber hat Unispot hin. Ich versuche es jetzt nach dem, mal gucken, wie weit es geht. Also Full HD ist es ja, ne? Ja, Spielprinzip ist halt ein Tower Defense Spiel, ne? Habe ich sehr viel gespielt als Kind, verdammt viel. Und das war halt immer eins meiner Lieblings, weil das Prinzip ist eigentlich total simpel dahinter. Das ist einfach, ich weiß nicht, für mich hat dieses Spiel halt wirklich was. Das ist einfach eins der besten Tower Defense Spiele meiner Meinung nach. Mit Plants vs. Zombies zusammen, das gehört ja zum Jam Genre. Meine Nase bringt mich gerade wirklich um, das merkt man vielleicht sogar schon. Ich muss glaube ich gleich meine Nase schnauben, aber ich kann mich leider noch nicht muten dazu. Was der Version praktisch ist. Jetzt machen wir noch ein paar Türme hierher. Also ich glaube, es wird relativ kurz hier. Ich würde das ursprünglich sogar geplant, dass ich jetzt das Let's Play machen, wenn das gut ankommt. Aber wenn ich das jetzt sehe, wird das gar nicht möglich sein. Technisch gesehen. Ich bin mal ganz kurz weg. Tut mir leid, dass das sein muss, aber ihr müsst das Geschnaube vielleicht nicht so laut hören. So, bin wieder da. Jetzt geht's bei Naso erstmal besser. Ich hoffe, es war jetzt nicht so laut für euch und nicht so unangenehm. Wie gesagt, ich kann mich ja leider nicht mehr muten. Die Möglichkeit habe ich jetzt nicht mehr nach dem neuen Mikro. Früher hätte ich das einfach machen können, wäre das alles kein Problem. Aber jetzt geht's leider nicht mehr, weil das Mikro hat kein Mute-Button. Früher hätte ich es halt über das Tastatur muten können. Da es den USB-Anschluss hat, geht das leider nicht mehr. Leider. Auf der PlayStation, wie gesagt, kann ich es noch tun, weil das Programm da selbst kann ich noch muten. Also da kann ich das andere ausschalten, dass das Mikro aufnimmt. Aber für Herbst habe ich die Möglichkeit natürlich nicht. Und nachträglich kann ich es auch nicht machen, weil dann habt ihr überhaupt keinen Ton mehr an der Stelle. Zumal das Ganze total umständlich machen würde. Es war schon umständlich genug jetzt mit Part 22. Da wäre ich schon klingt, ob gar nicht wie scheiße das nachher, ey, mit dem Programm. Fügst du zwei Videos zusammen ein, denkst du, okay, schneid es einfach zusammen. Okay, ich hatte jetzt den ersten Teil des Part 22 als letztes. Denkst du dir gut, nimmst das Ton und stellst es um. Das ist nicht so schwer. Ja, nicht bei meinem Programm. Das war echt nervig. Ich habe 10 Minuten daran gesessen, das einfach nur hinzukriegen, dass der erste Part dieses Teils auch wirklich am Anfang steht. Alter. Naja, das geht gar nicht. Naja, wie dem auch sei. Machen wir weiter hier. Das läuft echt so zeigt über, das ist der Wahnsinn. Dass das so Anforderungen hat, das hätte ich niemals gedacht. Ich merke schon, es wird relativ kurz hier. Da ist doch was sein, wohl. Ja, wohl doch. Nee, ist blöd. Also brauche ich jetzt hier noch groß was zu erklären. Ich will bis gleich mal ein paar Updates machen. Hier das Updates hier Upgrades machen. Man kann die Türme jeweils einzeln mal wieder upgraden. Damit sie stärker werden. Nicht schwächer wie jetzt gedacht, ne? Also erklären wollte ich jetzt hier nicht groß. Ich war halt nie der Gute im Erklären, deshalb müsst ihr bei mir auf sowas leider verzichten groß, weil
Ich glaube, man so als Normalmensch, als normal denkender Mensch, boah, Alter, meine Grammatik ist auch im Arsch heute, ey. Geht gar nicht mehr. Nächste drei Parts wird schon länger aufgenommen, zack, geht gar nichts mehr. Okay, ich habe jetzt schon etwas zusammen ist nochmal aufgenommen. Ja, das wird tatsächlich wiederkommen, wahrscheinlich. Nachdem, wie weit ich es mal wieder spiele. Also vier Parts habe ich jetzt. Drei Parts hatte ich schon Ewigkeiten auf Vorrat. War, glaube ich, Part. Ach, keine Ahnung. Wie ist jetzt nicht? Ich glaube, Part 11, 12, 13 habe ich, glaube ich, auf Vorrat. Ja, Part 14 habe ich jetzt aufgenommen. Auch noch mit verbesserter Qualität. Also leider aber Post-Tot-Qualität. Ich habe tatsächlich mitgekriegt. Die ursprünglichen Teile sind in HD gekommen, ne? Ist jetzt leider nicht mehr möglich. Denn es läuft zwar noch auf demselben PC, klar, logischerweise. Na, sehr der Spielstand. Allerdings hat der jetzt meinen alten Monitor dran und der hat eine Auflösung von 1650 mal 1000. Ich weiß nicht genau, was er aufhört, aber wie weit er so eine komische Zwischenauflösung gehabt. Die letztendlich YouTube auf 480p rendern wird. Nee, Quatsch, auf 720p. Also HD habt ihr noch. Aber kein Full HD mehr. Ach, er spielt Assassin's Creed 2. Auch nicht schlecht. Ja, Assassin's Creed 1 habe ich noch auf einem anderen PC, aber... Mäh. Ja, tatsächlich Teil 1 im Gegensatz zu mir sogar schön durch. Ich habe Assassin's Creed 1 ja auch mal gekauft für den PC. Ich habe es nie durchgespielt, weil der Teil ist einfach so... Bäh, nee. Es ist ein geiles Spiel, aber es ist halt immer langweilig irgendwann. Weil es immer dasselbe ist. Mir wurde schon gesagt, ab Teil 2 ist es da wohl abwechslungsreicher, das mag sein, aber... Ich weiß, ich will Teil 2 nicht kaufen, bevor ich Teil 1 nicht durch habe. Naja. Ich habe es mal angespielt, aber... Es muss nicht weiter sein. Atmosphärisch sind die Spieler wirklich geil. Merk schon, kann jetzt so nicht viel sagen. Also es ist, glaube ich, hauptsächlich für die Leute interessant, die das Spiel kennen. Weil ich hab das ja selbst drauf. Wie gesagt, also für nebenbei oder so, ich gucke öfters mal auf welche Videos auf YouTube oder auf welche Serien oder was auch immer. Und schaust meist auf den rechten Bildschirm und zwei Bildschirme halt immer an. Das erfordert halt auch eigentlich nicht so viel Leistung. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt nicht so gut aufnehmen kann, aber... Naja. Ich habe auch vergessen, die Uhr zu starten. Na egal. Server 60, ach Gott, 60 von... Alter. Ich würde sagen, ich gebe euch hier bloß einen kurzen Einblick in das Spiel, weil... Lang raus jetzt höher im Part wird hier, glaube ich, nicht viel bringen. Weil meine Nase mich echt umbringt, ey. Ich kann auch gar nicht richtig reden, man merkt das vielleicht schon. Weiß, dass ich ganze Staubgeräusch machen, aber das wäre unangenehm, glaube ich, zu zuhören. Jetzt gerade fühle ich mich immer noch wie am ersten Tag. Wird spaßig, wenn ich so mich mit dem Kunden unterhalten muss als Verkäufer. Yay. Ja, es gibt verschiedene Türme. Ich muss gerade, wie leicht das eigentlich sein kann. Mit den wenigen Updates kommt man hier durch. Aber ich würde es wirklich, dass ich LOL aufnehmen kann, aber das spiele ich ja nicht. Ich muss auch sagen, das sieht doch wirklich wahnsinnig gut aus. Das Ganze gibt es hier auch als Flash-Game. Im Internet. Da sieht es natürlich nicht so gut aus. Muss sagen, es war schon für mich Wahnsinn, erst mal als ich den auf dem Tablet hatte. Weil ich dachte, boah, sieht das cool aus. Nein, hier war es immer richtig krass und Full HD ist der Wahnsinn. Achso, übrigens den Rand hier, den gibt es wirklich, ne? Den habe ich jetzt nicht eingefügt oder so. Ich
könnte das gar nicht. Ich glaube, das kann mein Programm wirklich nicht. Vor allem, weil ich bloß eine Free-Version habe. Also, ob ich ein paar irgendwelche Sachen rausschneiden, komplett rausschneiden, meine ich, und, vielleicht auch zwei Videos hinzufügen. Viel mehr kann ich mit dem Programm gar nicht machen, aber es reicht dort eigentlich auch für mich, ne? Also, ich sag mal so, ich muss jetzt nicht unbedingt mehr haben. Aber das Rausschneiden funktioniert besser, so wie es ja gesagt. Also das wird schon klingen, wie du damit hier, wo ich euch alle Goldbulls gezeigt habe, das ließ sich leichter machen als das Zusammenfügen zweier Videos. Cool, weil es mir aufhört, aber es war leichter. Oh fuck. Ja, da habe ich was vergessen. Stahlbonks. Oh, ich bin mit dem Kumpel sogar drüber unterhalten mal. Er hat mal das als Idee gehabt. Grüße an alle, die in Wismar wohnen. Schade, weil wie Kumpel die Videos überhaupt nicht guckt, weil er kann mit sowas überhaupt nichts anfangen. Aber okay, der ist schon ein bisschen älter als ich. Fast doppelt so alt. Naja, es ist normal. Okay, ich würde mal sagen, wir machen ruhig mal so ein... Oh. Achso, ja, okay, für Leute, die das Spiel kennen, sich jetzt über diesen riesen Radius hier von wundern, ich habe da Updates dran dafür. Ich mache mir das Spiel relativ leicht, ich bin auch dazu drauf zu, schon auf den hier Double Cash Bonus zu sparen. Was das Glück immer gegen Bezahlungen gab, das finde ich auch das Schöne hier. Es ist zwar eine Steam-Version, aber es gibt nichts mit Echtgeld mehr hier. Das ist alles erspielbar. Was man auf dem Tablet oder so noch bezahlen musste. Was ich sowieso ein bisschen Frechheit finde, weil ich meine, du hast das Spiel bereits bezahlt und musst trotzdem noch extra Geld reingeben. WoW-Style, ne? Da kommt ein Superaffen, wenn wir noch sehen. Falls ihr schon gemerkt habt, muss ich vielleicht noch dazu sagen, die Ballons haben hier halt, so sind ja eigentlich keine Ballons, das heißt ja Bloons bloß, ne, falls man mal geguckt hat. Heißt hier, wie ihr seht hier Bloons, ne, nicht Ballons. Das sind's nicht. Weiß nicht, warum man das so gemacht hat, keine Ahnung, was das. Ich habe den Namen nicht erfunden. So heißt die Reihe auf jeden Fall, die komplett durch. Haben halt verschiedene Schichten. Solche blaue haben ja noch Ruhe drunter und so weiter. Dadurch sind die halt stärker. Da geht es halt nicht eher weniger um die wirklich starken, sondern halt mehr um die Masse. Obwohl wir später auch noch stark kennenlernen werden. Wenn wir mal ganz kurz ins Menü gucken. Da gab es sich auch einen Guide für. Kann man einfach mal reingucken. Das ist eine schöne Möglichkeit, muss ich sagen, bei Steam. Ja genau, solche, hier solche, genau. Das sind diese. Das sind ja diese Morbide Zeppeline, sag ich dazu einfach, weil es sind Zeppeline letztendlich. Die müssen halt, da muss halt echtliche Treffer drauf bleiben, bis die kaputt gehen. Die sind halt doch eher um Tankiness, aber meistens geht es halt eher um die Masse. Wenn man ja auch sieht, die ganzen Runden durchgehen, ne. Man zählt hauptsächlich einfach bloß mehr. Warum ist mehr Reichweite hier, ey? Ein bisschen mehr Range. Das ist übrigens, das geht auch, was auf Englisch spielt, ne? Ich würde mal sagen, ich speichere mal hier ab. Also, zurückgeht. Ja. Ich will noch was zeigen, was anderes vielleicht. Ja, nicht wirklich groß, ne? Okay, ich werde jetzt die Runde hier verkacken, aber egal. Ich möchte das Spiel eher ein bisschen zeigen. Da kann ich doch gar nicht, stimmt. Es gibt auch noch verschiedene Herausforderungen. Also man hat ja einiges zu bieten, auch im Singleplayer. Das Ganze geht auch im Multiplayer.
Aber ich habe schon gemerkt, dass viele Leute ihn einfach plötzlich einfach verlassen, bist du doch wieder allein und läuft leider nicht so gut. Immer so ein super Ding. Okay. Nehmen wir das so hin. Es kommen halt 50 Stück von den Dingern und die müssen wir alle kaputt kriegen. Es darf keiner, okay, das ist doch, ja, es darf keiner durchkommen. Wir haben bloß 100 Leben. Und die ziehen halt doch mit viel mehr ab. Ich glaube, die ziehen, keine Ahnung, wie viel die abziehen, 100? Ich glaube, die ziehen 100 ab. Nee, instant tot. Du verlierst direkt, wenn ein so ein Ding durchkommt. So war das. Ja, wir verlieren. Ich wollte euch das Spiel einfach mal zeigen, wie gesagt, ich kann kaum richtig sprechen gerade und wie ich halt auch merke, das Spiel läuft doch nicht ganz flüssig. Aber es jetzt zu laufen scheint. Naja. Verkackt. Egal. Ja, Affengeld nennen sie das Ingame-Geld übrigens hier, ne? Wie gestern. Wie gesagt. Vielleicht mache ich auch noch mehr davon. Auch Wunsch, ich gucke auch mal, wie das jetzt hier ankam überhaupt. Vielleicht auf Wunsch mache ich da noch ein bisschen was dazu. Man kann ja mal gucken, ich habe jetzt schon gesehen, es gibt hier ja jetzt auch so tägliche Herausforderungen. Die kann man jetzt zum Beispiel machen, so als kleine Reihe. Mal sehen. Ich würde sagen, bis zu meinem nächsten Video. Bis dahin und